Die Morgenroutine funktioniert nicht mehr. Okay, zugegeben, das ist ein bisschen ein Clickbait-Titel, ne, um euch hier für dieses Video zu begeistern. Aber es geht heute mal um eine Sache, was vielleicht in dieser Woche dem einen oder anderen aufgefallen ist, nämlich es gibt manche Daten nicht mehr. Manche Daten, die wir immer für unsere Morgenroutine verwandt haben, die sind plötzlich weg. Und warum das jetzt trotzdem nicht der Weltuntergang ist und was ihr damit machen könnt, das verrate ich euch jetzt in dem Video, aber natürlich nur, wenn ihr jetzt dran bleibt. Also bleibt jetzt dran. Der ein oder andere hat es schon gemerkt und heute ist, ich nehme dieses Video heute hier am Dienstag auf, das heißt, ihr seht es ein paar Tage später und ich vermute mal, dass ich bis zum Samstag, wenn dieses Video hier erscheint, wahrscheinlich schon mindestens 100 E-Mails bekommen haben werde, wo plötzlich Zuseher, Kunden und so weiter fragen, hey Jens, irgendwie, das funktioniert nicht mehr, unsere Daten sind weg. Ne? Und was ist in den letzten Tagen passiert? Ihr wisst, wenn ihr diese Morgenroutine macht, ne, die wir zum Beispiel in unserer Ausbildung angeboten haben oder auch im Rahmen der kleinen Kundenwebinare, da schauen wir uns jeden Tag verschiedene Daten an. Unter anderem Put-Call-Ratios oder zum Beispiel auch die neuen Hochs und Tiefs, die an der NICE beispielsweise jetzt auf 52-Wochen-Basis entstanden sind. Und in den letzten Tagen gab es da ein paar Veränderungen und eine können wir uns mal anschauen, nämlich wenn ihr bislang immer hier einfach mal bei Google eingeht, CBOE Put Call Ratio, ganz, ganz wichtige Sache, damit kannst du so die Panik messen am Markt, ne? Haben wir gerade Panik oder haben wir keine? Und dann gehst du dann hier auf den klassischen Link, den wir da hatten, dann erscheint die Seite und siehe da, neues Design. Und die Daten sind weg. Ne? Also das heißt, wenn du dir die Daten hier anschaust, da steht plötzlich nichts mehr drin. Es steht zwar immer noch von 9 Uhr amerikanischer Zeit, also es ist Chicago-Zeit, ne? Rechnet einfach 7 Stunden drauf, dann wisst ihr, wie spät es hier in Deutschland ist, bis 3 Uhr nachmittags, also 22 Uhr unserer Zeit. Und, aber es ist nichts mehr drin, es ist leer. So. Jetzt wissen wir nicht genau, weil das ist heute zum ersten Mal passiert, jetzt wissen wir nicht mehr genau, oder noch nicht genau, ob das jetzt eine Ausnahme ist. Also das heißt, sind vielleicht diese Daten ab morgen dann wieder hier enthalten, ne? Und das Design hat sich nur ein bisschen verändert. Oder ist es jetzt tatsächlich so, dass die Daten nur bis kurz nach Börsenschluss verfügbar sind und dann sind sie wieder weg? Das kann nämlich durchaus sein und der Grund dafür liegt darin, dass ihr wisst, das Gold des 21. Jahrhunderts, das sind Daten. Und Daten werden immer wichtiger und gerade die CBOE ist ja auch eine börsennotierte Gesellschaft. In den letzten Monaten übrigens extrem gut gelaufen, eigentlich schon seitdem die an der Börse ist gut gelaufen, aber gerade die letzten Tage auch sehr, sehr gut gelaufen. Und Daten werden immer wichtiger und viele Dinge, die du früher von den Börsen einfach kostenfrei bekommen hast, ne, unter anderem eben historische Datenreihen und so weiter und so fort, die bekommst du jetzt nicht mehr, sondern die Jungs lassen sich das alle gut bezahlen. Jungs und Mädels, ne? Also es sind ja nicht nur Männer, die da arbeiten, sondern auch Frauen. Also die lassen sich das mittlerweile gut bezahlen, was man ja auch verstehen kann, weil börsennotiertes Unternehmen, ein auf Gewinn orientiertes Unternehmen und die wollen Geld verdienen. So, und jetzt kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für viele bricht jetzt quasi eine Welt zusammen. Ne? Die sagen jetzt, oh, jetzt kann ich da überhaupt nicht mehr handeln, jetzt kann ich keine Morgenroutine mehr machen, weil hier diese Daten sind ja jetzt alle weg. Ja? Oder ich finde es auf dieser Webseite nicht mehr. Und dazu müsst ihr jetzt aber Folgendes verstehen. Erstens, meistens gibt es für solche Daten immer eine zweite Quelle. Das heißt also, selbst wenn sie jetzt hier nicht mehr verfügbar ist, wir hatten jetzt kürzlich auch so eine Geschichte mit der Nasdaq, auch auf der Nasdaq-Seite gab es eine Veränderung und plötzlich, also neu designte Nasdaq-Seite und plötzlich waren da auch Daten weg, dann findet man die halt woanders. Also das ist der erste Punkt. Es gibt meist eine zweite Quelle, wo man diese Daten herbekommen kann. Da muss man sich natürlich ein bisschen bemühen. Ne? Da muss man mal ein bisschen suchen, im Zweifelsfalle auch mal uns fragen. Und wir werden immer innerhalb relativ kurzer Zeit eine zweite Datenquelle aufgetan haben, die ihr verwenden könnt. Für die Profis ist es relativ unkompliziert, weil die in der Regel Datenabonnements haben, wo man diese Daten immer rausziehen kann. Also du schaust halt einfach bei Bloomberg nach oder bei Reuters oder irgendwo. Gut, jetzt kostet so ein Bloomberg-Terminal $2000 im Monat. Das werden sich die wenigsten von euch jetzt antun. Und deswegen suchen wir dann immer auch kostenlose oder sehr günstige Seiten, wo man das eben finden kann. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir innerhalb von wenigen Tagen auch hier eine andere Quelle haben werden. Ne?
Also, das heißt, man muss da selber mal ein bisschen in die Spur gehen, muss mal ein bisschen was machen und jetzt nicht nur sagen, ah, ich habe jetzt diese eine Seite und das muss jetzt immer so bleiben, weil wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich möchte die nächsten 30 Jahre noch handeln, dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass alles in Zukunft immer so bleibt. So. Der zweite Punkt, der ist genauso wichtig, ist der, es kann durchaus sein, es gibt keine zweite Quelle. Ne? Es kann einfach sein, dass die Börse jetzt sagt, nein, wir verkaufen die Daten jetzt nur noch, gibt es nur noch in dem Datenpackage, kostet $500 im Monat. So, das wirst du dir als Privater nicht leisten wollen und es macht auch keinen Sinn. Und jetzt musst du eines verstehen. Viele schauen sich solche Daten immer an oder solche Indikatoren oder sonst irgendwas und bauen ihr ganzes Handeln darauf auf. Und zwar deshalb, weil sie nicht verstehen, was da im Hintergrund passiert. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, klassisches Panikzeichen, Put-Call-Ratio, bedeutet ja, an dem Tag, wenn das über 1,40 geht, ne, die bei uns in den Seminaren waren, kleine Kundenwebinar, die wissen das, Put-Call-Ratio über 1,40, das bedeutet ganz einfach, okay, ich habe sehr viel Panik am Markt, weil 40% mehr Puts als Calls gekauft werden, das deutet auf Panik hin. So. Und viele schauen jetzt aber nur auf die nackte Zahl und verstehen nicht, was dahinter passiert. Und plötzlich ist diese Zahl nicht mehr verfügbar, weil eben beispielsweise so eine Webseite jetzt plötzlich weg ist. Und jetzt können sie nicht mehr handeln. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du das dahinter verstehst. Okay, das Warum musst du verstehen. Warum passiert das an dem Tag? Wann passiert das? Wie äußert sich das? Und wenn du das einmal verstanden hast, ganz ehrlich, dann brauchst du das ja gar nicht mehr. Ne? Das heißt, du kannst auch auf den S&P selber schauen und du wirst ganz genau wissen, wann Panik da ist. Ne? Du musst da nicht irgendwie in diese Zahlen, in diese Tabellen hineinschauen. Klar, das macht es natürlich einfach und wir machen das auch. Das heißt, wir scannen den Markt, gehen durch verschiedene Daten einfach durch und schauen, ah, okay, hier sehen wir das, hier sehen wir das. Aber wenn all das wegfallen würde, was ja definitiv nicht fällt, ist der Chart. Also du wirst ja immer noch den Chart erkennen können. Du wirst immer noch sehen, ist der S&P heute 20 Punkte gestiegen, ist er 60 Punkte gefallen oder 80 Punkte oder wie auch immer. Hatten wir ein hohes Volumen, hatten wir ein niedriges Volumen. Dann kannst du auch, wenn du ein Verständnis dafür entwickelst, dann kannst du auch auf diese Daten verzichten, weil du wirst es im Markt erkennen. Ja, du wirst einfach erkennen, was da ist. Du wirst es erkennen an einer VIX-3-Punkte-Umkehr. Du wirst es erkennen an einer Volatilität der Volatilität und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die nicht weggehen können. Und das ist aber der entscheidende Punkt. Du darfst dich einfach nicht darauf verlassen, dass dir irgendein Indikator anzeigt, jetzt geht's nach oben oder jetzt geht's nach unten, jetzt muss ich rein, jetzt muss ich raus. Sondern du musst dir einfach Gedanken machen. Ne? Du musst versuchen, das Ganze dahinter verstehen. Und warum können das so viele nicht? Ganz einfacher Grund, weil sie sich nicht damit beschäftigen, weil sie quasi nur so halbherzig an die Sache hinangehen und sagen, ja, ich habe da irgendwie mal gelesen, immer wenn das Put-Call-Ratio hoch ist, da gehe ich rein und dann mache ich irgendwie was. Ne? Und in normalen Zeiten funktioniert das ja auch gut, aber es gibt auch immer mal Zeiten, wo man sagen muss, hey, jetzt zeigt mir so ein Indikator was an und ich gehe trotzdem nicht rein. Okay? Und dann ist es eben wichtig, das Verständnis dafür zu haben. Wenn du beispielsweise unsere Panikzeichen kennst, die wir alle ja nutzen, ne? VIX 3-Punkte-Umkehr, Put-Call-Ratio, VVIX und so weiter und so fort, ne? Ihr kennt die, vielleicht gibt es auch hier ein paar Videos, also müsst ihr einfach nur mal suchen. Und du schaust dir das mal historisch an, dann haben die extrem große Trefferquoten. In der Finanzkrise 2008 hätten die komplett versorgt. Die hätten in der Finanzkrise komplett versorgt, das heißt, die werden aufgetreten. Und danach ist der Markt deutlich, deutlich weiter gefallen. Ne? Und das hing natürlich damit zusammen, weil wir damals eine besondere Situation im Markt hatten. Und wer allerdings das Verständnis für solche Dinge hat, also wer sagt, ich gehe mal den Extraschritt, ich kümmere mich mal darum, wie es wirklich funktioniert, nicht nur auf eine Zahl schauen, sondern das Verständnis dafür zu entwickeln, der wird jetzt in so einer Situation sagen, Mensch, ärgerlich, Daten sind nicht mehr vorhanden, blöd, aber hey, ist es wirklich so wichtig? Ne? Und ich habe schon vor Jahren, ich glaube mal sogar hier auf dem Kanal ein ähnliches Video gemacht, da gab es mal die Diskussion, ob die COT-Daten verschwinden, ne? Die Commitment of Traders-Daten für die Future-Trader unter euch oder die Future-Options-Händler. Und auch da, natürlich sind diese Daten klasse, aber was ist denn, wenn die morgen nicht mehr da sind? Die CFTC, die amerikanische Aufsicht, sagt, hey, wir veröffentlichen nicht mehr. Was willst du dann machen? Und wenn du dann sagst, ich habe
immer nur diesen Zahlen vertraut und habt nie versucht, die Zahlen und das, was die ausmacht, zu verstehen, dann bist du ab dem Tag abgeschnitten. Dann endet an dem Tag dein Geschäftsmodell. Wenn du es aber verstanden hast, ne, wenn du hinter die Kulissen geschaut hast, wenn du Verständnis dafür entwickelt hast, dann ist sowas, naja, nicht mal ärgerlich. Ne? Dann gehört das einfach zum normalen Geschäft dazu, so wie in jedem normalen Geschäft. Ob es jetzt ein Handwerker ist, ob es ein Einzelhändler ist, ob es ein Restaurant ist, ob es, was weiß ich, ne, ihr könnt, denkt euch irgendwas aus, gibt es immer mal wieder Punkte, die sich ändern, wo man sich anpassen muss. Und hier ist es genauso. Und wer eben jetzt aber so halbherzig an die Sache rangeht, bei dem wäre es besser, der würde es gar nicht machen und sagen, lass ich lieber die Finger davon, weil dann kann es nicht funktionieren. Okay? So, wenn du jetzt sagst, auch durch dieses Video hier, und weil du vielleicht auch dir das anschaust und sagst, ah, verdammt, mir geht's auch so, jetzt sind die Daten weg, wie soll ich es jetzt erkennen? Und wenn du jetzt aber sagst, wie kann ich es denn richtig lernen, dann nutz den Link hier unten. www.optionsstrategien.com/termin und trag dich ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Wir klären mit dir in diesem 20 bis 30-minütigen Erstgespräch mal ab, wo stehst du denn überhaupt? Wir zeigen dir, was du in deiner jetzigen Situation machen kannst, ob es Sinn macht, mehr zu machen oder ob es auch keinen Sinn macht und ob du vielleicht auch geeignet bist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn dich das interessiert, dann nutz dieses Angebot. Es ist kostenfrei. Was hast du also schon zu verlieren? Trag dich da unten ein. www.optionsstrategien.com/termin und dann wird einer meiner Mitarbeiter hier aus dem Team mit dir sprechen. So. Ich bin gespannt, vielleicht haben wir, wenn dieses Video veröffentlicht wird, ja jetzt schon die neuen Daten. Der ein oder andere wird es sicherlich dann auch in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.